Jumpers, nein, Gumbas. Zuerst lernen wir hier die Verteidigung. Mario springt mit A, Grünschützen benutzt B für die Verteidigung. Also gut, greif Mario an. Einhalten! Jetzt musst du A drücken. Und jetzt Angriff auf Grünkettchen. Anhalten! Jetzt musst du B drücken. Genauso. Je nachdem, wann ihr springt, könnt ihr nicht nur ausweichen, sondern auch kontern. Allerdings gibt es auch Attacken, die man nicht kontern kann. Zum Beispiel Bowsers Flammenattacke. Und jetzt trainiert das mal schön. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Das Aktionskommando für Grünschützen ist B. Und auf die Monster zu treten, drückst du B. Das könnt ihr auch trainieren. Ja, dann geht's hier ab, Alter. So. Yay! Wir haben 4 Erfahrungspunkte und nichts bekommen. Und der löst sich jetzt in Luft auf. Cool. Oh, und die stellen die Fässer in den Weg, damit wir hier schön trainieren können. Das ist interessant. So, da in die Fresse. Du auch in die Fresse. Du auch in die Fresse. Und du auch in die Fresse. Tot. Oh, Level up. Aha. Was können wir... Ach so. Komm ich auf Angriff. Yay, 15 Angriff. Geht knapp. Geht geil. Warte! Warte! Haha. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Puh, du bist so fix. Dich holt man echt nicht ein. Damit müssen wir noch die Einreise vorbereiten. Mario und Grünkettchen, helf mir bitte doch mal bitte. Was? Nebenbei erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn ihr in ein ja. Hab's gelesen, ne? Schnappt euch die Kerle! Wenn ihr auf sie springt, beginnt der Kampf. Okay. Genau, wenn du vor dem Kampf auf sie springst, dann sind die Monster schon von Anfang an geschwächt. Na, ist das eine brauchbare Info oder nicht? Keine Ursache. Aber pass auf. Wenn du beim Springen deinen Hintermann erwischt, dann kann er sich nicht bewegen, bis er selbst am Zug ist. Interessant. So, ich hatte jetzt auch mal ein Level Up. Okay, Luigi braucht auch Angriff. Ah, 1, toll. Da, bitte sehr. Puh, danke. Piu. Noch einmal bitte. Okay, ich wollte auf den drauf springen und ich habe ihn in der Luft berührt. Und voll den Low-Schaden, Alter, noch. So. Puh, danke. Das war's. War's das? Das war's. So. Im Reiseführer steht, dass es auch im Bodenland viele Mario-Fans gibt. Oh. Speicheralbum. Zum Speichern bitte kräftig springen. Dann machen wir das mal. Cooper Jet. Lagerraum. 2. Bams. Ein Sprung in die Ausrufezeichenbox startet den Kran. Mit dem Kran können wir die Ladung wegräumen. Okay. Was? Wer stellt denn ausgerechnet hier Ladung in den Gang? Wie sollen wir jetzt auf das Oberdeck kommen? Hier. Aua. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkettchen erwischt. Na, da kann er sich ja gleich mal im Ausguck nützlich machen. Ja, genau. Eure Ranzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzgrünrechts zum Königreich Bodenland. Hm, verstanden. Abgetreten.
Alter, meine Hals. Okay, die Augen. Das ist so geil. Hä, was ist denn da oben los? Oh. Ah, was ist das? Oh ja, hi. Yay. Ob es mit mir Luke Miller aufzunehmen, fehlen dir mindestens 1 Milliarde Jahre Übung. Wenn das ne, 100 Milliarden. Ne, 100 Millionen. 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die Prinzessin der Stimme gestohlen hat. Beneidenswert böser Plan. Hey, genau. Ich muss jetzt... Okay, einfach auf den Flackert. Ich muss jetzt im Böenland neue Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Okay. Krankfried, erledige das. Krankfried, auch ein schöner Name. Ja, hier geblieben. Ich bin Krankfried, der Lieblingsschüler von Luke Miller. Ihr habt wohl so viel ihr seid, dass ihr wegen der Stimme immer so einen Aufstand macht. Dabei kommt es doch noch viel besser. Aber ich hätte euch in diesem Spiel nicht vorgesehen. Alter, der hat einen Sprachfehler 010, ey. Jo, erstmal abknallen. Alter, warum flackert das ab und zu mal? Ich muss gucken, was mit dem Emulator los ist. Hey. Und nun jetzt zu euch. Alter, mein Hals. Jo. Da, haha! Da. Ihr könntet gern ausweichen! Und wie? Egal, achte genau darauf, was der Kerl von dem Angriff sagt! Was tuschelt ihr? Da, haha! Wenn der Kerl rot redet! Hat der Mario im Visier? Jedes Monster zeigt im Kampf andere Sprechen. Also steht eure Gegner. Da, haha. Nochmal mal hier. Pom. Und hier auch. Piu. Na, wahahate. Na, wahahate. Nein, jetzt habe ich mich vertan. Bion und... Hoho, hoppla! Okay, jetzt ist sein Ding einfach explodiert. Ah, Tatatacke! Beste Attacke... Wo sind deine Arme? Der lächelt so übertrieben. Scheiße. Hoppla! Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas... Beifuß! Hey. Genug geredet. Es geht doch auch viel einfacher. Feuer frei! Alu Akbar! Es geht alles kaputt. Ja, okay. Zeitmaschine. Okay. Sergeant, eine Explosion! Sofort überprüfen. General, Subjekte entdeckt. Suspekte Objekte, tut mir leid. Schnell zur Abschussstelle! Alarm! Alarm! Ich kann diese Leute schreien. An der bodenländischen Grenze. Ich kann diese Leute schreien, weil ich sonst kacken gehe. Nein. Okay. Luigi hat mega Mordskräfte. Okay. Ja, dann, wollen wir mal. Hier ist ein Speicherdöner. Also hier wegradieren. Ich hätte auch mal gerne so ein Radiergummi. Das sieht voll cool aus. Außer Füller-Radierer. Sternschnuppenfeld. Absturzstelle.
Bam, drauf, okay. Der Cooper-Jet zerstört. Da war er doch längst noch nicht abbezahlt. Okay. Findet Bowser und rettet ihn. Ach ja, Bowser. König Bowser ist auf der anderen Seite der Rente abgestürzt. Okay. Okay, ja, ja, okay. Dann gehen wir mal in dieses Gebäude. Ja. Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beide auf deiner Reise? Ihr wollt vorbei, aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigs ist. Ihr könnt euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr und sich Sprünge zeigt, die euren Ruhm entsprechen. Wie wäre es mit einem kleinen Grenzsprung? Was ist das? Das möchte ich jetzt nicht, das Tutorial darf man wirklich nicht machen. Ich kenne das schon. Und es ist nur Springen. La 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 la. So. Fantastisch! Das waren wirklich unglaubliche Sprünge. Yay, 5000 Punkte. Ab hier seid ihr im Bodenland. Passt gut auf euch auf. Yay. Beste Grenzwaffe, die es gibt. Moment noch. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Ja, okay. Tolle Grenze. Nehmt das hier als Andenken. Karte vom Bodenland erhalten. Mit einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Nehmt das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Die Karte... Ach, hier. Oh mein Gott. Ja, die Map ist groß und wir sind erst da oben. Dieses Let's Play wird lange sein. Wir sind hier beim Sternschnuppenfeld. Der Röhre. So, haben wir ihn hier. Aktuelle Sternschnuppe. Schwere Versäumnisse der Sternfeldwartung. Stachelschnuppen zur Grenze und scheinbar leicht zu überqueren. Drückt man im Lauf erst A und danach B, kann man sie Grenzerlage springend überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Voll die USA-Sache. Das ist voll einfach. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Dann passiert das, okay. Jo, da sind wir nun hier. Ah, das meinten die mit Hintermann treffen. Ja, ist aber Marius manchmal immer am ersten Zug, also. Tut, tut. Alter, die Dinger sind scheiße. Hier, stirb. So, mal drauf gesprungen. So, yep. Das war einfach. Und jetzt hier links noch ein Speicherblock. Wir speichern natürlich immer. Sternschnuppenfeld. Bohnenland. Dand. Rand. Ja, stempel mal ab, bitte. Danke. Oh. Hey, Mario, endlich bist du da. Los, hol mich sofort hier raus. Oh mein Gott. Sieh an, Bowser höchstpersönlich, ausgerechnet in einer Kanone und will vor Wut fast explodieren. Was denkst du, wer du bist? Okay. Stella nennt man... Ist das nicht ein Frauenname? Egal. Oder ist das eine Frau? Ich will es nicht wissen. Stella nennt man mich. Mit harter Hand regiere ich hier im Sternstuppenfeld. Viel habe ich von dir gehört. Doch bist du kleiner, als ich dachte. Okay. Willst du etwa wieder raus? Umsonst lasse ich dich nicht heraus, du armer Wurm. Gib mir all deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von dem höchst peinlichen Vorfall. Die Schande, das ist ja nicht auszuhalten. Was? Ihr wollt für Bowser 119 Münzen zahlen?
Was? Okay, wenn mir das mal kein Pilz geht, aus dem Pilzkönigreich ist. Hier im Bodenland müsst ihr auch seine Schattewiesen erst einmal umtauschen. Der Tag ist kurz für 119 Pilzmüssen, genau 10 Bodentaler. Und für lappische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Okay. Also bringt mir einfach noch 100 Bodentaler. Wie an das Geld kommt, ist euer Problem. Aber er macht es. Finde im Sternblumenfeld 100 Münzen. Du findest sie in Fragezeichenboxen oder gewinnst sie im Kampf. Überprüfe die Anzahl der erhaltenen Münzen im Menü. Dann wollen wir mal. Ja, wollen wir mal. Kommen wir nicht hoch. Toll. Ich mach den Sound weg. Da, erster Krampf. Krampf. Man sollte auch immer kämpfen, weil dann kriegt man EP und dann kann man sich aufleveln und stärker werden. Und so weiter und so fort. Okay, wir haben nicht mal richtig getroffen. Egal. Wow, eine Münze, das ist, nein, hier. Okay, ich glaube, wir haben schon ein bisschen. 20, schön. Das ist, schnell. Hier ist eine. Dass einfach irgendwo Geld herumliegt. Das ist, ein Pilz. Noch so ein Insektending. Wie heißen die Dinger überhaupt? Steht ja hier beim... What the fuck? Fliegmut und Willi-Kanone. Ah, der Willi, ne? Ich verstehe. Ach, die Willis. Oh, ich hasse diese Kanonen. Ich mag generell Gegner nicht, die man nicht kontern kann. Dann, dann dauern die Kämpfe immer so lange. So. Oh, Mario ist natürlich ein Level-Loop. Level-Loop. Er braucht Verteidigung. Guck mal, zwei Verteidigungen. Hat was gebracht. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Okay, ab und zu mal blinkt das, egal. Pedalblock. Bestimmen mit Hilfe von links oder rechts auf den Steuerkreuz die Richtung. Dann A, B, A, B, A, B, A, B. Okay. Achso. A, B, A, B. Ah, das. Das liegt, glaube ich, am Emulator, das so laggt. ...45.000 Münzen. Ja, also hier kommen wir nicht hoch, also muss ich hier runter. Sirup. Was hat denn hier? Sternschnuppenareal 51. Area 50, Anspiel natürlich. Die Sternschnuppen von eben sind vielleicht... ...sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unserer Sternschnuppen-Ehre, wir müssen die finden. Sternschnuppen-General, ich habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Ich habe das auch überprüft. Aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und Bericht. Oh, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehend Autogramm anfordern. Hm, so. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach gestohlen? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen. Nun, weihen wir euch in die Paaraktionen der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktionen. Bereit für das Sondertraining? Ja,